Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren und liebe Abonnenten auf meinem kleinen, aber feinen YouTube-Kanal. Dieses Video kommt extrem überraschend. Ich weiß, es geht eigentlich auch lediglich um eine kleinere Information zu meinen Videos. Und zwar wurde das Video der Pokémon Remix und der Digimon Remix gestrikt. Da wird mich wohl irgendjemand haten oder mir schaden wollen und deshalb ist er wahrscheinlich gerade munter auf meinem Kanal unterwegs und meldet jedes Video, für das ich nicht die entsprechenden Urheberrechte habe. Ja, so soll's sein, so kann's von mir aus auch sein, ist mir eigentlich relativ Latex, weil ich ja eh Let's Plays machen möchte. Das bedeutet, ich habe bereits einen neuen Kanal, mit dem ich auch bald an den Start gehen werde. Und da werden dann halt ausschließlich Let's Plays hochgeladen mit der entsprechenden Erlaubnis vom Publisher, das Spiel Let's Playen zu dürfen. Ach, ich bin so gut im Ausformulieren. Nein. Und ich wollte mich da halt auch nochmal kurz an diesen Hater da richten. Ich weiß nicht, irgendjemand muss das Video ja gemeldet haben. Ich meine, die Videos, die existieren auf YouTube seit fast 2 Jahren und da ist nie irgendwas passiert und von 0 auf 100 sind die Videos auf einmal weg und gestrikt. Leck mich. Ja, das einmal an den Hater. Das ist mir nämlich egal, weil sobald ich nämlich mit meinem YouTube-Kanal an den Start gehen werde, wird der Fail-Client-MT2-Kanal sowieso gelöscht. Der wird weg, der ist dann im Nirvana verschwunden, der wird vergraben in irgendeiner dubaianischen Wüste und nie wieder ausgebuddelt. Ja, das heißt, der wird tot sein. Tot, ich werde ihn löschen. Löschen werde ich ihn. Und ja, wie gesagt, da werde ich dann halt mit meinem neuen Kanal an den Start gehen. Fail Client MT2 wird gelöscht. Allerdings werde ich jetzt nie wieder Musik hochladen. Ja, das direkt mal vorweg. Das heißt, alle Leute, die mich abonniert haben wegen der Musik, die sollten jetzt deabonnieren. Am besten, ihr verpasst da auf jeden Fall nichts mehr. Das Einzige, was jetzt nämlich noch auf diesem Kanal kommt, sind Test-Let's Plays, die ich aufnehme, damit ich im späteren Verlauf mit meinem richtigen Kanal keine Probleme beim Uploaden, Bearbeiten, Synchronisieren oder bekomme, ja? Das direkt mal so vorweg. Und, wie gesagt, ich brauche den Kanal noch eine gewisse Zeit, deshalb kann ich es mir nicht leisten, dass der Hater da jetzt rumwütet und noch mehr Videos strikt. Deshalb muss ich jetzt aufpassen, dass das Konto nicht gelöscht wird, beziehungsweise deaktiviert wird, weil ich den Konto, wie gesagt, noch ein bisschen brauche. Ja, das war's eigentlich auch schon. Ich wollte mich deshalb nur mal kurz mit diesen Worten an euch richten und an meinen lieben Hater. Leck mich. Und ja, habt einen schönen Tag. Ciao. Cheerio. Und ciao. Mit Bau.